Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde es eigentlich gut, dass die FDP-Fraktion diesen Antrag vorgelegt hat, weil er noch mal die Gelegenheit gibt, deutlich zu machen, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben, insbesondere unterschiedliche Auffassungen davon, wie Fortschritt und Innovation gestaltet werden sollen. Weil unsere Auffassung als Sozialdemokratie ist, dass wir technischen Fortschritt erstens mal menschenfreundlich gestalten wollen. Ich freue mich, dass das gestern auch in den Anträgen für die Enquete-Kommission zum Ausdruck gekommen ist. Und dass wir aus technischem und wirtschaftlichem Fortschritt sozialen Fortschritt machen wollen. Mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung, aber, und das unterscheidet uns, nur auf der Grundlage von mehr gleichen Chancen. Und deswegen ist es doch überraschend. Vor einer Woche ist hier in Berlin der nationale Bildungsbericht vorgestellt worden. Und wieder der Befund von 100 Kindern, deren Eltern kein Abitur haben, nehmen 24 ein Studium auf. Und von 100 Kindern, wo mindestens ein Elternteil Akademiker ist, nehmen 74 ein Studium auf. Dieser Bericht belegt einmal mehr ungleiche Chancen. Aber Sie legen uns eine Woche später einen Antrag vor, in dem das nicht mit einem Wort erwähnt worden ist. Und das ist bemerkenswert. Soziale Ungleichheit ausblenden, das ist das Markenzeichen der FDP. Da sind Sie ganz die Alten geblieben. Innovation und Fortschritt muss auf gesunder Basis gedeihen. Und deshalb, Chancengleichheit bleibt zentrale Herausforderung, weil wir es uns nicht leisten können, weiterhin so viele Talente nicht zu fördern. Und unserer Meinung nach, und lassen Sie uns über Innovationskraft des Wissenschaftssystems sprechen, unserer Meinung nach beruht diese Innovationskraft gerade auf der Differenziertheit und Lernfähigkeit unseres Wissenschaftssystems. Ja, eine Agentur für Sprunginnovation, das haben Sie ja mehrfach vorgetragen, ist wichtig, weil sie eine Leerstelle in unserem Innovationssystem füllen soll. Aber auch Sprunginnovation, selbst Sprunginnovation, können nur auf der Grundlage einer breit aufgestellten Wissenschaftspolitik entstehen. Und deshalb überrascht es mich, wenn Sie mit Experten sprechen, Sie werden das genauso tun wie wir, da werden Sie hören, im Kern des deutschen Wissenschaftssystems steht die Hochschule. Und die Hochschule findet in Ihrem Antrag überhaupt keine Erwähnung. Das ist nicht überraschend, aber das ist schon erwähnenswert, dass das so ist. Und deswegen sage ich auch, was wir uns als Koalition vorgenommen haben, ist eine andere Richtung. Wir wollen die Basis stärken und erweitern. Die Verstetigung des Hochschulpaktes ist ein wichtiges Signal an die Wissenschaftscommunity, denn sie verschafft verlässliche Finanzierungsperspektiven. Der Hochschulpakt ist eine unerlässliche Basis für die Innovationskraft unseres Wissenschaftssystems. Und gehen wir weiter. Deutschland hat kein Harvard, aber Deutschland hat ein herausragendes Netz von Hochschulen, teilweise exzellenten Hochschulen und Forschungsclustern sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und das ist genau keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke des Wissenschaftssystems in Deutschland, diese Differenziertheit und diese flächendeckende Kraft, die das Wissenschaftssystem ausübt. Deshalb ist es richtig, dass wir uns in dieser Wahlperiode darauf verständigt haben, wir werden den Pakt für Forschung und Innovation mit verlässlichen Aufwüchsen fortführen. Wir haben die Exzellenzstrategie schon verlängert und damit die internationale Sichtbarkeit und Differenzierung gestärkt. Wir wollen eben im Gegensatz zu dem, was in dem Antrag ist, wo nur die Spitze betrachtet wird, wir wollen eine breit angelegte Wissenschaftspolitik, die die deutschen Spezifika erkennt und annimmt und die eine solide Basis für die Forschung und Lehre schafft. Denn nur aus der soliden Basis können eben auch Exzellenz und Innovation entstehen. Diese grundlegende Erkenntnis fehlt Ihnen ja im Antrag leider völlig. Und zur beruflichen Bildung. Ja, es ist richtig, die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands ist das Zusammenspiel von Innovationen, die aus exzellenter, aber auch anwendungsorientierter Forschung entsteht, und der Umsetzung durch akademisch gebildetes Personal und beruflich gebildetes Personal. Und genau diese Zusammensetzung macht die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg aus. Deswegen ist die Stärkung der beruflichen Bildung eben nicht nur eine Frage des Images und der Wertschätzung, das auch, sondern ist eine Frage, wie wir wirtschaftlich stark bleiben können. Und dass wir das angehen wollen, das dokumentiert der Koalitionsvertrag. Ich glaube, es gibt keinen Koalitionsvertrag, in dem die berufliche Bildung einen so großen Stellenwert eingenommen hat wie dieser, der uns jetzt vorliegt. Und das ist auch richtig, weil die berufliche Bildung nicht nur Bekenntnisse braucht, sondern nachvollziehbare Taten. Wir werden den Anforderungen der Digitalisierung entsprechen, indem wir im Berufsbildungsgesetz das auch berücksichtigen, beispielsweise wenn es um die Novellierung der Ausbildungs- und Aufstiegsordnungen geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, berufliche Bildung eben nicht nur darüber sprechen, sondern auch nachvollziehbare Taten machen. Ich will zum Schluss eine Gemeinsamkeit benennen, weil das wichtig ist. Ja, wir wollen gemeinsam mehr Kooperation in der Bildung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Und wir müssen darüber verhandeln, wie wir das gemeinsam hinbekommen. Ich glaube aber, dass die vorgelegte Änderung für den Artikel 104c
eine gute Gelegenheit ist, weil er erst ermöglicht, dass wir flächendeckende Investitionen des Bundes in die Bildungsinfrastruktur von Ländern und Kommunen erstmal möglich machen. Und deswegen glaube ich, wäre die Zustimmung ein großer Schritt, der eben auch dokumentiert, wir nehmen große Herausforderungen gemeinsam an und sind da auch in der Lage, die verfassungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen. Meine Bitte ist, mitzumachen, das macht Spaß und das bringt auch was am Ende fürs deutsche Bildungssystem. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Petra Zittel, Fraktion Die Linke.